Rund 3.700 Menschen sind in den USA zum Tode verurteilt. Einer von ihnen ist der Deutsche Dieter Richmann. Er soll seine Lebensgefährtin ermordet haben und sitzt seit 15 Jahren in einer Todeszelle. Richmann kämpft für seine Freiheit und bezeichnet sich als unschuldig. Tatsächlich gibt es Zeugen, die ihn entlasten. Peter F. Müller hat den Fall recherchiert. Seit dem 4. November 1988 sitzt der Deutsche Dieter Richmann in einer Todeszelle in Stark, Florida. Er ist verurteilt zum Tod auf dem elektrischen Stuhl wegen vorsätzlichen Mordes an seiner Lebensgefährtin Kerstin Kischnick. Alle Leute sind hier mit der gleichen Strafe. Ob die schuldig sind oder unschuldig, spielt keine Rolle. Vor dem Gesetz, die sind alle verurteilt, inklusive meiner selbst. Wir sind alle hier verurteilt, zu Unrecht oder nicht, wegen unseren, eines Tages wird der Staat uns ermorden. Miami Beach, 25. Oktober 1987. Gegen 23 Uhr, die Polizei rückt aus wegen Mordes. Die weiße Frau auf dem Beifahrersitz ist tot und wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Beim Opfer handelt es sich um die 31 Jahre alte Kerstin Kischnick aus Hamburg, Lebensgefährtin des Deutschen Dieter Richmann. Das Paar verbringt im Oktober 87 Ferien in Florida. Am Abend des 25. verlassen die beiden kurz nach 22 Uhr das Café Brazilian in Downtown Miami. Sie wollen ins Hotel zurück und verirren sich. Von dem, was dann passiert, gibt es zwei Versionen. Kurz und gut, wir waren so froh, ich habe gesagt, lass uns den richtigen Weg finden. So, und dann da kam es zu der Tatsache, dass da dieser Mann in den Wagen geschossen hat. Ich habe das übrigens nicht mal gewusst. Es ist mir überhaupt nicht bewusst geworden, dass ein Schuss gefallen ist. Dass im Wagen, ich habe gedacht, das war eine Fehlzündung. Ich habe mich bedroht gefühlt und habe Vollgas gegeben und bin losgefahren. Richmann stoppt beim nächsten Polizeiwagen, den er am Straßenrand entdeckt. Joe Matthews ist der einzige Polizist, der bereit ist, über den Fall zu reden. Auch nach 15 Jahren ist er noch davon überzeugt, dass Dieter Richmann seine Freundin erschossen hat. Obwohl wir keinen Zeugen hatten und weder den Tatort festlegen konnten, noch die Tatwaffe je gefunden haben, glaube ich, dass die Analyse der Spuren zweifelsfrei beweist, dass er sie ermordet hat. Die Polizei hat folgende Version des Tathergangs. Dieter Richmann sei aus dem Wagen gestiegen und habe von außen seine Freundin durch das offene Beifahrerfenster erschossen. Dann habe er die Waffe weggeworfen. Die Experten finden Blutspuren im Auto, die diese These untermauern sollen. Ich habe Blutspritzen an der Tür gefunden, an diesen Stellen. Ich habe Bluttropfen auf der Decke gefunden, die auf dem Sitz lag, auf dem ich jetzt sitze. Und ich habe Blutspritzer hier an der Tür und an der Scheibe gefunden. Niemand kann auf dem Sitz gesessen haben, als der Schuss fiel. Bereitwillig erzählt Richmann damals der Polizei, dass er drei Pistolen im Hotelzimmer hat. Obwohl sich schnell herausstellt, dass keine seiner Waffen mit dem Mord etwas zu tun hat, wird er verhaftet. Als die Spurensuche gleich in der Tatnacht Schmauchspuren an Richmanns Händen findet, ist die Sache für die Staatsanwaltschaft klar. Am 27. Januar 1988 klagt sie Dieter Richmann wegen Mordes an seiner Freundin an. Ich war schockiert, als ich das gehört habe. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass jemand den Verdacht überhaupt gegen mich äußern würde. Das war für mich undenkbar. Die Ermittlungen in Deutschland ergeben, dass Dieter Richmann eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte und einen aufwendigen Lebensstil pflegte. Seine Lebenspartnerin Kerstin Kischnick arbeitete als Prostituierte auch in der Schweiz. Da Richmann keine Angaben über seinen Beruf machen will, gehen die Ermittler davon aus, dass er ihr Zuhälter war. Beweise dafür gibt es nicht. Die Staatsanwälte glauben, das Motiv zu kennen. Habgier. Er hat sie ausgesaugt. Mehr als 13 Jahre lang hat sie ihm einen Lebensstil mit Rolex-Uhren, Luxusautos und Reisen in alle Welt ermöglicht, bis sie körperlich und geistig einfach nicht mehr konnte. Und kann sie sich in Frieden zur Ruhe setzen? Tut er irgendetwas, um sie zu unterstützen? Nein, er jagt ihr eine Kugel in den Kopf, damit er Millionär wird und weiter so leben kann wie bisher. Die Staatsanwaltschaft stützt sich auf Indizien und auf die Aussage eines Zellennachbars Richmanns, Walter Smikowski.
Dieter Riechmann habe damit geprahlt, dass er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis von der Lebensversicherung das große Geld kassiere. Heute ist der ehemalige Kronzeuge Walter Smikowski auf freiem Fuß. Er bereut seine Aussage vor Gericht. Der Staatsanwalt habe ihn damals zu dieser Aussage gedrängt. Ich fühle mich schuldig. Verstehen Sie, für jemanden, der unschuldig ist. Ich habe das Gericht belogen, so wie Sie mich belogen haben, damit ich endlich freikomme. Heute ärgere ich mich über diese Leute. Und es tut mir leid für Dieter. Natürlich haben Sie mir Geld geboten. Geld und meine Freiheit. Dieter Riechmann fühlt sich sicher. Er nahm die Anklage damals nicht ernst. Ein großer Fehler, sagt er heute. Also ich habe das damals überhaupt nicht verfolgt. Und diese ganze Beschuldigung, die habe ich abstrus, habe ich das gefunden. Das war auch das hat sich auch reflektiert in meinem Verhalten vor Gericht. Ich habe dem klar meine Missachtung zum Ausdruck gebracht. Und diese Leute, ich kann Leute nicht vornehmen, die so mit so utopischen Theorien operieren. Das waren in meinen Augen, vielleicht war es ein bisschen überheblich, aber das waren ein Haufen Idioten. Die wissen über das, die sind nicht ganz klar im Kopf. Riechmann beharrte immer auf seiner Unschuld und die Tatwaffe wurde bis heute nicht gefunden. Die Blutspuren, die beweisen sollen, dass Riechmann zur Tatzeit nicht im Auto saß, die wichtigsten Indizien im Prozess, ziehen zweifach Leute in Zweifel. Diese Blutspritzer sollen ja darauf zurückzuführen gewesen sein, dass vom Schädel des Opfers Blut direkt auf die linke Tür, also auf die Fahrertür, gespritzt worden ist. Das ist in sich schon überzeugend. Nur würde es voraussetzen, dass auf der linken Seite des Schädels eine entsprechende Verletzung ist, von der aus Blut herüberspritzen kann. Das war aber nicht der Fall. Die Verletzung war ausschließlich auf der rechten Seite. Es war ein Steckschuss. Das Blut hätte also einen Bogen um den Schädel herum machen müssen, um nach links zu fliegen, was aber physikalischen Gesetzen einfach widerspricht. Die angeblichen Blutspritzer auf der Fahrertür sind nie als Blut oder gar menschliches Blut identifiziert worden. Bei dem Test war nur herausgekommen, dass es sich mutmaßlich um Blut handelt. Die Schmauchspuren an Riechmanns Händen sollten beweisen, dass er auf seine Freundin geschossen hat. Also ich würde mal ganz schlicht sagen, wenn Riechmann im Wagen saß, würde ich erwarten, dass an seiner Hand Schmauchspuren sind. Und zwar, wenn er auf dem Fahrersitz war. Denn wenn in einen geschlossenen Raum geschossen wird, gibt es eine Schmauchwolke, die praktisch den vorderen Teil des Wagens ausfüllt. Das heißt, jeder Gegenstand, auch eine Hand, würde dann mit Schmauch besiedelt. 1995 kommt Bewegung in den Fall. Riechmanns Anwalt beauftragt den Privatermittler Frank Clay, am Tatort Zeugen zu suchen. Er setzt eine Belohnung von $15.000 aus. Frank Clay findet Pookie, einen Drogendealer, der zu dieser Zeit gerade im Gefängnis sitzt. Er erzählt exakt die gleiche Geschichte wie Dieter Riechmann. Wir sind zum Wagen hin und haben ihnen unser Dope gezeigt. Aber wir haben nicht ein Wort von dem verstanden, was die verdammt nochmal geredet haben. Als mein Kumpel Mark dann den ganzen Schmuck an der Lady sah, ging er um den Wagen rum und hat sie einfach erschossen. Er hatte geglaubt, dass wir den Macker vielleicht aus dem Auto reißen könnten. Aber der trat aufs Gas und raste in Panik Richtung Strand davon. Dies bestätigen außer Pookie noch drei weitere Augenzeugen. Das aber passt der Staatsanwaltschaft nicht ins Konzept. Sogar ins Gefängnis sind sie gekommen, um mit mir zu reden. Sie wollten, dass ich meine Aussage ändere oder aber mich aus allem ganz raushalte. Weil ich aber gar nicht erst mit ihnen reden wollte, haben sie mich in Einzelhaft gesperrt. Sie haben alles Mögliche mit mir gemacht, nur damit ich nicht aussage. Mitte vergangenen Jahres, neuer Gerichtstermin. Riechmanns Anwälte erwarten den großen Durchbruch. Richter Bagley hat die Kompetenz, den Fall neu aufzurollen. Doch zuerst nimmt der Staatsanwalt Riechmanns Kronzeugen Pookie Williams ins Kreuzverhör. Sie haben gelegentlich erzählt, dass Sie 1987 Augenzeuge waren bei dem Mord an Dieter Riechmanns Freundin. Aber die Geschichte stimmt doch gar nicht, oder? Nein. Pookie ist gekippt. Belegt ist, der Staatsanwalt hat vor dem Gerichtstermin mit ihm telefoniert.
Richmann und seine Anwälte reagieren geschockt. Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse. Da macht er seit 1996 immer wieder die gleiche Aussage und nach nur einem Anruf vom Staatsanwalt überlegt er es sich anders. Riechmanns Chancen haben sich nach Pukis neuer Aussage massiv verschlechtert. Wenn ich die Möglichkeit hätte, könnte mich so hinlegen, nicht mehr aufwachen. Das würde ich wahrscheinlich sofort vorziehen. Ich sage Ihnen, wenn ich das jemals geahnt hätte oder gewusst hätte, als die mich verhaftet haben in 1987, dass das so lange dauern würde, ich hätte das Ganze zu Ende gebracht schon vor vielen Jahren. Für Dieter Richmann geht der Nervenkrieg weiter. Seine Anwälte haben jetzt eine neue Kronzeugin gefunden. Doch ob diese vom Richter angehört wird, ist offen.